war auf 3400 Demonstrationen in meinem Leben. Für mich einer der wichtigsten Demonstrationen. Eine Schicksalsdemonstration für Deutschland. Und ich freue mich, dass so viele gekommen sind. Und ich habe 3400 Sendungen in meinem Leben moderiert. Und diese ist einer der wichtigsten Sendungen. Eine Schicksalssendung für Deutschland. Und ich will nicht sehen, dass hier einer von Ihnen ins Bett geht. Herzlich willkommen zu Extra 3. Da war ja was los am Samstag in Berlin. Anti-Corona-Demo oder, wie das Virus sagen würde, Love Parade. 8 Fantastilliarden sind gegen die Corona-Diktatur auf die Straße gegangen. Ja, 8 Fantastilliarden. Die Veranstalter haben extra zweimal durchzählen lassen. Auf der gleichzeitig stattfindenden Gegenveranstaltung in deutschen Wohnungen waren übrigens ca. 83,2 Millionen Menschen. Aber die schreien halt nicht so laut. Ich muss zugeben, mir als gehirngewaschener Systemhure fällt es zunehmend schwer, da noch den Überblick zu behalten, wer da alles mitläuft. Corona-Leugner, Corona-Skeptiker, Corona-Kritiker, Reichsbürger, Rechtsextreme, Querdenker, Impfgegner, Hippies, QAnons, Yogis und Stuttgarter, alle vereint. Es war eine wunderbare Stimmung über den ganzen Platz. Es war friedlich, es war Freude. Man hat das Gefühl, man ist eine Familie, eine Menschheitsfamilie. Eine Menschheitsfamilie. Und Familie, das wissen wir alle, kann man sich nicht aussuchen. Da ist der Nazi-Onkel dann eben mit dabei. Und die Nazi-Tante auch, mit Kindern. Die Reichsflagge am Kinderwagen, gängiges Accessoire. Allerliebst, warum sollte man sich auch davon distanzieren? Ich meine, wenn da so ein Nazi den Hitler groß macht, ich denke, auf so einer Demo denken da viele, der hat wahrscheinlich nur am Arm eine Impfreaktion. Der arme Kerl. Vielleicht sind aber auch die Unterschiede zwischen Nazis und Hippies gar nicht so groß, wie man immer dachte. Es gibt da anscheinend eine Mischung aus beidem. Nazi und Hippie, den Nippi. Ob man jetzt Heilpraktiker ist oder Siegheilpraktiker, das ist offenbar gar nicht so wichtig. Die einen fühlen sich von der Regierung in ihren Rechten eingeschränkt, die anderen fühlen sich von der Regierung als Rechte eingeschränkt. Die einen sagen halt Peace und die anderen, was sagen die? Es fällt auch immer wieder der Begriff Friedensvertrag, damit Deutschland souverän wird. Ich weiß jetzt nicht genau, was da dran ist, aber es hört sich gut an. Das hört sich gut an. Die klassische Reichsbürgerforderung nach einem Friedensvertrag, damit Deutschland wieder souverän wird. Warum nicht gleich die volle Packung Geschichtsrevisionismus? Weg mit diesem System, weg mit dieser BRD, weg mit diesem Verbrecherpakt. Wir wollen unseren Kaiser zurück. Bestimmt meint der Beckenbauer. Oder den von der Hamburg-Mannheimer. Aber nur mal so nebenbei, im Deutschen Kaiserreich gab es zum Schutz der Bevölkerung eine Impfpflicht. Ja, jetzt ist nur die Frage, wie Bill Gates es geschafft hat, Wilhelm I. auf seine Seite zu bringen. Denkt da mal drüber nach. Was alle Querdenkerinnen und Querdenker eint, ist ja die Überzeugung, dass finstere Mächte am Werk sind, die versuchen, uns zu manipulieren. Das glauben alle. Und dass der Mund-Nasen-Schutz ein Instrument der Unterdrückung ist. Maske heißt Diktatur. Meine Güte, wenn das der Lukaschenko erfährt, der wird überrascht sein. Wie wenig ausreicht für eine Diktatur. Den ganzen Aufwand mit Wahlfälschung, Gewalt und Militär hätte der sich sparen können. Wenn Sie, meine Damen und Herren, auch irgendwie gefühlsmäßig gegen Masken sind, sich aber zwischen Hippies und Glatzen, Querdenkern und Querfront nicht so richtig zurechtfinden. Sie können sich da inzwischen auch beraten lassen. Hallo, bin ich hier richtig bei der Demo-Beratung? Ja, wie kann ich Ihnen helfen? Also, ich finde die aktuellen Corona-Maßnahmen völlig überzogen und will dagegen demonstrieren. Kein Problem. Deutschland ist ein freies Land. Dann gehen Sie einfach mit Maske und Mindestabstand auf eine Demo und machen dort Ihrem Unmut Luft. Was? Das ist ja eine Zumutung. Außerdem will ich ja gerade gegen die Maskendiktatur rebellieren. Ah, verstehe. Sie wollen also das. Aha. Querdenken-Spezialprogramm. Das wäre natürlich ohne Maske. Kurz vorab. Putin? Super. Und Merkel? Volksverräterin. Das werte ich mal als Ablehnung. Ich stelle Ihnen jetzt ein ganz tolles Tagesprogramm zusammen. Schulmedizin oder Heilpraktiker? Bloß keine Chemie. Gut,
Dann starten Sie ganz entspannt um 10 Uhr mit dem Weltverschwörungs-Yoga bei den Esoterikern. Dann um 11.15 Uhr ganz in der Nähe das Polizisten bespucken. Und um 12 Uhr das Lügenpresserufen am Brandenburger Tor. Das kann ich. Sind Sie eher so linker Impfgegner oder haben Sie Angst vor 5G-Sendemasten? Mal so, mal so. Dann gebe ich Ihnen gleich noch diesen Aluhut mit. Und vor Ort erhalten Sie dann noch diesen Ungeimpft-Aufnäher. Natürlich Fairtrade und aus Bio-Baumwolle. Das ist aber nachhaltig. Aber nicht trödeln. Um 15 Uhr flehen Sie Trump an der US-Botschaft an, dass er die Deutschen vor der neuen Weltordnung rettet. Ach, der ist auch da. Wenn Sie ganz fest daran glauben, dann ist er da. Reisen Sie eigentlich mit dem eigenen Auto an? Nee, ich habe gar kein Auto. Wegen der Umwelt. Ja, Moment mal. Der Steinmanner kann Sie doch mitnehmen. Der hat noch genau einen Platz frei. Jawohl. Stört Sie doch nicht, dass er ein Nazi ist? Puh, also eigentlich... Ist er auch ein Corona-Leugner? Und er zeigt Ihnen sicherlich gern den Reichstag aus nächster Nähe. Oh, na dann, okay. Viel Spaß! Ja! Ein Film von Olli Durkel und Tim Grunendahl. Eins verstehe ich wirklich nicht. Man erwartet von so vielen Menschen, dass sie sich von anderen distanzieren. Man erwartet von Menschen muslimischen Glaubens in Deutschland, dass sie sich auf jeden Fall von Islamisten distanzieren. Man erwartet von Linken, dass sie sich unbedingt distanzieren von vermummten Autonomen. Aber distanziert sich der Organisator Michael Ballweg, der die Querdenker-Demo angemeldet hatte, von den Rechten, die da munter und zahlreich mitmarschieren? Nö. Oder allenfalls halbherzig. Dafür hat er aber auf der Demo am Samstag mal eben wichtige konstitutionelle Entscheidungen getroffen. Deshalb starten wir heute damit, uns eine eigene Verfassung zu geben. Und ich rufe hiermit die Polizei auf, unsere verfassungsgebende Versammlung zu schützen. Eine verfassungsgebende Versammlung. Klar, dabei sind es doch gerade diese selbsternannten Querdenker, die immer auf ihre verfassungsmäßig garantierten Rechte hinweisen. Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, die demonstrativ mit dem Grundgesetz herumwedeln. Warum machen die das? Offenbar nur, um damit die Wespen zu vertreiben. Und wer war natürlich auch bei der Demo dabei? Gekommen waren am Samstag auch gut 20 AfD-Bundestagsabgeordnete, die mitunter in Wort und Bild das Narrativ einer angeblich verbrecherischen Corona-Diktatur verbreiteten. Das überrascht erstmal nicht, wobei doch, eigentlich überrascht es schon. Denn Alice Weidel hatte ja noch im März Folgendes getwittert: Dänemark, Tschechien, Italien und weitere EU-Länder reagieren. Sie stellen das öffentliche Leben praktisch ein. Nur in Deutschland kann sich Covid-19 ungehindert ausbreiten. Das wird fatale Folgen haben. Die Regierung muss jetzt endlich angemessene Schritte einleiten. Und auch Jörg Meuthen hatte noch Anfang August Corona-Leugner gefragt, ob es für sie wirklich denkbar sei, dass sich weltweit Regierungen unterschiedlichster Couleur zu einem Komplott gegen ihre eigenen Bevölkerungen verabredet hätten. Ja, ob das wirklich plausibel sei. Und dann kommt Meuthen zu dem Schluss, mit Verlaub, aber jeder, der diese Plausibilitätskontrolle allen Ernstes bejaht, sollte tatsächlich besser seinen Geisteszustand überprüfen lassen. Aha. Und dann haben sie den Geisteszustand der Corona-Leugner überprüft. Und dann hat die Partei wohl gesagt, für die AfD reicht das, wir machen mit. Klar, die AfD ist auf der Suche nach Themen, das weiß ich, das verstehe ich. Die hängt ihr Fähnchen in den Wind. Und wenn ein Reichskriegsfähnchen daneben flattert, ist auch nicht schlimm. Wir wissen inzwischen, da waren nicht nur Verschwörungstheoretiker unterwegs am Wochenende, sondern eben auch einige Verschwörungspraktiker. Die haben dann kurzerhand vor dem Reichstag die Absperrgitter überwunden. Es war vom Sturm auf den Reichstag die Rede, auch jetzt im Nachgang in der Berichterstattung. Sturm auf den Reichstag. Leute, geht's vielleicht nur mal kleiner. Ja, können wir rhetorisch mal ein bisschen das Ganze runterkochen. Da standen die mal kurz davor. Auf den Stufen, ja, das waren Deppen auf Treppen. Das war kein Sturm auf den Reichstag. Natürlich, es ist ein Bild, für das wir Deutschen uns noch lange schämen werden. Wahrscheinlich wird es uns ähnlich gehen wie mit diesen Bildern. Man schämt sich heute noch. Und sorry für den schlimmen Ohrwurm. Übrigens, viele haben diese Menschen anschließend als Chaoten bezeichnet. Das wird ja immer gern gemacht. Das waren Chaoten, Innenminister Seehofer zum Beispiel. Dazu muss ich als bekennender Chaot einmal Folgendes feststellen. Chaoten. Liebe Freundinnen und Freunde, Chaoten sind Leute, die regelmäßig ihren Schlüssel vergessen und sich aussperren. Die versuchen nicht deswegen Gebäude zu stürmen. Chaoten-Demos
sind sehr harmlos. Wenn Chaoten eine Demo organisieren, kommt keiner, weil es alle vergessen haben. Berlin hat jetzt die Maßnahmen verschärft. Bei Demos ab 100 Personen gilt eine allgemeine Maskenpflicht. Deswegen haben die Querdenker angekündigt, an den Bodensee auszuweichen. Also Konstanz wird wohl demnächst etwas häufiger in den Nachrichten sein. Ist ja auch eine Form von Publicity. Wenn man diese Form von Publicity mag, warum nicht?